Hallihallo ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Bidi und wir sind mal wieder in Himmelsrand unterwegs, in Skyrim und natürlich in VR. So, das letzte Mal habe ich es ja endlich nach Kartwasten geschafft, ich habe keine Ahnung wie viele Folgen. Und dann war das hier alles total unspektakulär. Mich hat einfach nur ein Kurier getroffen und das war's. So, und jetzt will ich aber mal wissen, warum die hier so sinnlos rumstehen. Was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Ich will, dass ihr Söldner aus meiner Mine verschwindet. Hütet eure Zunge, Einheimischer. Wir gehen, wenn wir sicher sind, dass hier keine Abgeschworenen sind. Ach, und wann soll das wohl passieren? Wenn ich mein Land an die Silberblutfamilie verkaufe? Die Silberblut haben euch ein sehr großzügiges Angebot für diesen Haufen Dreck gemacht. Ich finde, ihr solltet es annehmen. Ich verstehe kein Wort. Wenn die Abgeschworenen nicht gerade meine Stadt angreifen, versuchen die Nord, mich von dort zu vergraulen. Okay. Ich bin eine Tags rechte Hand. Ich helfe bei der Beaufsichtigung der Minen. Alles klar. Hast du ein Mädel gesehen? Ich glaube, ihr sucht nach Enmon. Okay. Enmon? Ich glaube, ihr sucht nach Enmon. Enmon. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Die sind bestimmt, wo sind denn die jetzt hin? Verdammt. Die Kneipe oder was? Da läuft jemand? Nein, tut mir leid. Ah, guck mal hier. Hier. Enmons Haus. Ha! Na, das war ja einfach. Enmon? Pennst du oder was? Bist du Enmon? Du bist da okay, junges Mädel, oder? Ihr seid nicht von hier und wir müssen nicht miteinander reden. Ich suche trotzdem immer noch ein junges Mädel. Also, erzähl mal. Verdammt, Weib, wollt ihr euren Spott mit uns treiben? Hä? Bist du Horde? Was denn los? Unsere Tochter Fiotra wurde von hier verschleppt. Die Abgeschworenen haben uns überfallen und sie haben nichts anderes angerührt, nur unser kleines Mädchen. Okay, und wohin? Es waren die Abgeschworenen vom Bruchturm. Die haben vorher noch nie viel Ärger gemacht. Was kümmert es euch? Tja, weil eure kleine Süße das Orakel von Dibela ist. Sie? Wirklich? Ja. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Dann brauchen wir sie natürlich in Markarth. Ich komme mit euch. So, also. Ich soll Fiotra befreien. Und zwar aus der Gewalt der Abgeschworenen. Ich bin entzückt. Tja. Da draußen ist es gefährlich, ihr solltet bleiben oder nehme ich den Knilch mit. Klar, komm mit. Ist ja schließlich deine Tochter, ne? Vielen Dank. So. Na dann, kicken wir mal. Wo wir überhaupt hin müssen. Mit einer Spitzhacke. Spitze. Na dann. Lass mich mal aufs Kärtchen gucken. Finde das Schwert. Das ist bestimmt wieder irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. Ach, hier soll ich ein Zwergenfell hinbringen. Okay. Wartet mal, das müssen wir anders machen, sonst suchen wir uns hier kaputt. Das will ich auf der Karte sehen. Habe ich dem gerade gesagt, ich will das auf der Karte sehen? Schon mal wieder falsches Knöppel gedrückt. Befreie.
Diotra aus der Gewalt der Abgeschworenen auf Karte zeigen. Um die Priesterin von Dibela zu besänftigen, habe ich mich bereit erklärt, die Suche nach einem jungen Mädchen zu machen, ihrem nächsten Orakel. Es muss in den Fängen der Abgeschworenen befreit werden, die es entführt haben. So weit, so gut. Auf Karte anzeigen. Bam. Verdammt nochmal. Warum zeigt denn der mir das nicht? Das ist natürlich doof. Oder ich bin zu doof. Kann auch sein. Aber ich check gerade nicht. Weil da bin ich. Verdammt. Das kann doch nicht so weit weg sein. Obwohl. Wie hieß denn diese Mission nochmal? Das Herz von Dibela hieß die. Frei führt aus der Gewalt abgeschwungen. Shit, ey. Ich schneiß grad nicht. Der zeigt mir. Normalerweise guckst du dann genau in die Richtung. Beziehungsweise ist da irgendwas. Finde die Finger des Meisterschmieds. Das hat doch aber damit nichts zu tun. Finde König Olafs Verse. Hat damit auch nichts zu tun. Finde den Finger des Meisterschmieds. Ich check's immer noch nicht, Leute. Was soll ich denn anfangen mit suchen? Shit, ey, echt. Ich schwöre, wenn diese Bestien sie angerührt haben. Tja, aber wo fangen wir denn an mit suchen, mein Freund? Ich habe keine Ahnung. Nein, tut mir leid. Verdammt, ey. Nichts. Tja, wir können jetzt einfach nur mal hier eine Runde reiten, ne? Das ist ja komisch. Also so mit gar keinem Hinweis hier irgendwo was zu suchen, ist schwierig. Gehen wir zum Lager der Abgeschworenen. Ihr Leben könnte in Gefahr sein.
Wo ist denn das Lager? Sag mal das mal, mein Freund. Ich schwöre, wenn diese Bestien sie angerührt haben. Wo ist denn das Lager der Abgesprungenen? Ich habe keine Ahnung. Hochturmschanze. Also der hat ziemlich genau auf das hier. Vielleicht ist das das Lager. Diese Bruchturmschanze. Wir probieren es einfach, was weiter geht's. Die Richtung sieht nicht schlecht aus. Was steht denn hier? Kartwasten? Markart. Und weiter run. Weit run. Weißlauf. White run. Das ist ja geil. Weißlauf. Okay. Bruchturmschanze entdeckt. Tja, ist mein Freund schon tot? Sieht so aus. Wo ist denn der hoch, der Kunde? Und wo ist mein Pferd? Gut, das steht da drüben. Wo ist denn der Trottel hoch? Wahrscheinlich hat es den schon erlegt. Aber wollte er unbedingt mit, ne? Tja. Keine Ahnung, wie der da hochgekommen ist. Schaden 7. Naja, was soll das? Pfeile sind Pfeile, ne? Aber. Tja. Wieso rennst du da alleine hoch, du Trottel? Echt? So ein Depp, ey. Ich hätte das schon auf die Reihe gekriegt. Hier Karotten. Auch schön. Was liegt denn hier rum? Irgendwas Cooles? Eisenkriegsaxt. Das ist ja vorne eine Zwergenkriegsaxt. Warum zeigst du die mir nicht an? Er zeigt mir nur die Eisenkriegsaxt an. Das ist ja geil. Naja, wurscht.
So. Tim, prim, prim, prim. Hier liegt noch ein Pfeil. Aber wie der hier hochgekommen ist, weiß ich bis jetzt noch nicht. Keine Ahnung. So, kommt. Wir stürmen die Hütte. Auf das muss Töchterchen finden. Hallo, jemand zu Hause? Kommt Leute, zeigt euch. Ich hätte Lust, Hackfleisch aus euch zu machen. Habe ich ja noch nie gesehen bis jetzt. Shit, öffne den Himmelsrand. Will ich doch gar nicht. Komm, gleich wieder rein. Gleich wieder rein. Aber irgendwo muss die Kleine ja sein, ne? Irgendwo muss die Kleine sein. Falle. Falle? Habt ihr gesehen, ne? Da ist der Auslöser. Wenn du da drauf trittst, klatscht dich das Ding weg. Und das tut ganz schön weh. Selbst auf Level 30. Und hier ist noch eine Falle. Ha, gut, dass ich gerade runtergeguckt habe. Auf die wäre ich fast drauf gelatscht. So. Ich hoffe, das war's jetzt mit Fallen. Tja, 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 tja. Irgendwo muss es da hier runtergehen, oder? Zur Not habe ich da einfach runter. Habe ich auch kein Problem damit. Ah, das siehst du. Schwuppdiwupp, und hier sind unten. Granatstein. Nee, ich brauche einen makellosen Rubin. Ich brauche keinen Granatstein. Abgeschworenen Axt, na, die sind ja auch mal geil, was? Nicht schlecht. So, aber wo werde ich denn jetzt die Kleine finden? Mann, das ist ja manchmal dunkel wie im Bärenarsch, echt. Das siehst du nicht. Aber naja. Müssen wir mal hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Die Kerzen klingen immer genauso wie Spinnen, ey. Und ihr wisst ja, Spinnen und ich, wir mögen uns unglaublich. Hier ist doch schon wieder Himmelsrand.
Ich will aber nicht nach Himmelsrand. Verdammt nochmal. Ging es denn noch irgendwo raus? Was ist denn das hier? Aufschließen, Holztür, Adept. Na denn. Und da war der erste dahin. Und der zweite. Adept ist doch jetzt auch nicht so die Mega-Nummer. So. Ich verwechsel schon wieder irgendwelche Tasten. Smaragd für 600. Na gut, den nehmen wir mal mit. Untertrank des Waffenschmieds und für 580 können wir auch mitnehmen. Ich habe mir halt irgendwann mal gesagt, alles unter 500 lasse ich liegen, weil du schleppst dich sonst hier zu Tode und du hast ja auch nur begrenzt Kapazität, hier irgendwas mitzunehmen. Und da kannst du halt nicht jeden Plunder mitnehmen, ne? Aber jetzt sag mir doch mal, verdammt, wie komme ich denn hier weiter? Ja, nicht quasi. Vielleicht muss ich doch erstmal wieder hier raus. Na los, wir gehen mal gucken, wo wir hier jetzt rauskommen. Irgendwo muss doch die Kleine sein. Das kann doch nicht sein. So, wo stehe ich denn jetzt rum? Quasi hier. Und hier zeigt es mir aber das Symbol noch an. Das muss noch irgendwo weitergehen. Also wir gehen jetzt mal ganz logisch vor. Wir kommen hier rein. Wir kommen hier rein. Sind dann quasi hier. Würden jetzt einfach mal hier geradeaus vorlaufen. Da kommen wir in dieses komische Zimmer, wo es hier nirgends weitergeht. So. Dann können wir quasi einmal hier hoch und einmal drüben hoch. Drüben hoch können wir aber nicht. Aber dort geht es auch noch weiter. Ne, jetzt gucken wir hier nochmal rein, aber hier ging es ohne weiter. Hier war einfach nur diese Truhe drin. Also laufen wir jetzt hier nochmal hoch. Weitere Räume. Ach so, und dort kommen wir nicht hin. Dort müssen wir wahrscheinlich hinkommen irgendwie, ne? Und von hier drüben kommen wir da auch nicht hin. Ha. Okay. Und die Treppe ist eingestürzt. So, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen auf die Fallen achten hier. Dass wir das Ding nicht schwungvoll in die Fresse geballert kriegen. Und laufen jetzt mal hier rum. Hier ging es wieder raus nach Himmelsrand, genau. Und jetzt stehen wir quasi auf der Seite, wo man nicht hochkam. Soweit, so gut. Dann müssten wir jetzt rein theoretisch hier weiter gucken, ne? Hier geht es bestimmt wieder nach Himmelsrand, ja. Okay, und hier geht's nach oben. Ne? Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus, im Spechthaus. Sehr schön. Was war das? Ich war das. Mit einem Schuss weggeballert. Oh, shit, 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 shit.
Sind sie schon ganz unten? Oder kommen sie noch gemurmelt? Doch, niemand hier. Na, warte nochmal. Doch, ich komme schon. Ist da jemand? Ja, ich. Ach, und das schöne Dreck hat wieder volle Kanne ab. Weil ich wahrscheinlich wieder quer sitze oder irgendwas hier. Da bin ich halt sehr traurig drüber. Jetzt heilt die sich wieder. Das war ja da. Das bei der neuen PlayStation, die angeblich Ende 2020 kommen soll. Alles Gerüchte, noch nichts bestätigt. Noch niemand über eine neue PSVR gesprochen hat. Und laut Sony kommt da auch nichts. Das wäre sehr schade, weil die Technik halt wirklich manchmal nicht so optimal ist. Das funktioniert manchmal perfekt und manchmal denkst du dir so, was ist denn hier los? So, ich glaube, wir sind der Kleinen relativ nah. Granatstein. Brauchen wir alles nicht. Feuersalz. Ja. Und ich hätte mir halt echt so eine PSVR 2 Geschichte gewünscht. Mit einem richtig guten Inside-Out-Tracking und nicht mehr mit dieser doofen Kamera und mit ohne Kabel. Wäre mega. Aber so wie es aussieht, kommt zur Release der neuen PlayStation in der Hinsicht ja nichts. Außer Sony heute noch irgendein Mega-Kracher raus. Aber zurzeit ist alles, was PSVR angeht, halten sie sich doch sehr bedeckt. Aber wir werden sehen. So. Shit, jetzt öffne ich schon wieder Richtung Himmelsrand, aber ich bin auch ganz schön weit nach oben gekommen. Mal sehen, wo wir hier rauskommen jetzt. Aha. So, die haben wir schon mal geplättet. Aha, wir sind also jetzt hier oberhalb von dieser Burg oder diesem Turm oder was auch immer. Ist aber auch hübsch hier. So. Amethyst? Nee, brauchen wir nicht. Gold nehmen wir mit. Eisenpfeile und abgesponnene Pfeile. Dann einmal kräftige Heilung, natürlich. Und jetzt gucken wir mal, ob die Kleine hier drin ist. Da stehen doch schon wieder irgendwelche Typen rum. Was war das? Verdammt. Der ist schon mal platt. Der ist schon mal platt. Wieso laufe ich denn gerade so langsam? Bin ich zu schwer? Nö. Es fühlt sich gerade extrem langsam an. Die Finger des Meisterschmieds. Okay. Die Finger des Meisterschmieds. Das sind Handschuhe, oder? Das sah echt aus, als wären das echte Hände. So, die nehmen wir mit. Gold nehmen wir mit. Zu Larak, ja, alles klar. Gold nehmen wir mit. Smaragd für 600 nehmen wir mit.
Nee, ist nicht 500. Nehmen schon mit. So, was liegt denn hier? Schon wieder so ein Saphir-Ding. Für 830 eine Smaragd-Kette. Ja, nehmen wir auch mit. Lesen. Wie schon gesagt, das erzähle ich auch immer, wenn ihr immer mal wieder in Bücher reingucken, lohnt sich, weil man ab und zu mal XP kriegt. Einfach nur, wenn man in so ein Buch reinguckt. So. Ich höre sie doch. Ach, da ist doch die Kleine. Aber erstmal gucken wir, was der hier noch zu bieten hat. Ein Dornenherz. Okay. Gold. Schlüssel zum Kerker brauchen wir. Schwarzgift der Ausdauer. Und 6 Eisenpfeile. Das könnten meine gewesen sein. So, meine Gute. Gehört ihr zu denen? Nee. Bitte tut mir nicht weh. Du musst quasi zum Tempel nach Margot. Dann stimmt es also, was sie gesagt haben? Ja. Ich bin von den Göttern berührt? Ja. Du wirst das Orakel von Dibela. Ich habe Geschichten über die Wunder des großen Tempels in Markarth gehört. Aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich ihn einmal sehen darf. Es ist mir eine Ehre, dafür auserkoren zu sein. Bitte, nach euch. Bringe Fjotra zum Tempel. Also ich kann dir jetzt schon sagen, der Tempel ist eine coole Nummer. Obwohl ich den das erste Mal sehr betrunken gesehen habe. Kommst du mit? Eine Leiche! Ja. Ach, guck mal, hier steht doch auch eine von diesen Schreien von Dibela. Alle Krankheiten, alle Segnungen, alles wunderbar. Ja, so sieht der Tempel da drüben halt aus, ne? Überall nackte Frauen. Allerdings nicht so blutbespritzt wie hier. Sieht alles ein bisschen hübscher aus. So, meine Kleine, dann komm mal mit hier. Check. Eine Leiche! Willst du das jetzt jedes Mal sagen, wenn du eine siehst, oder? Da wären wir nicht fertig, glaub's mir. So. Okay. Wir gucken noch mal kurz auf die Karte. Wo war denn dieser Tempel? Bringe Fjotra zum Tempel. Da drüben. Also müssten wir da rüber. Ja, ihr Lieben. Ich denke, das machen wir beim nächsten Mal. Ne, Fjotra? Wir gehen dann später dahin. Meine Kleine. Hm? Alles klar? Ja. Ja. Da haben wir doch heute schon wieder einiges geschafft. Unter anderem das Orakel von Dibela befreit. Coole Sache. Aber das soll es auch erstmal gewesen sein. Ihr wisst, wenn es euch gefallen hat, Däumchen und Abo. Freut mich wie immer. Und wir sehen uns definitiv bald wieder. Also bis dann. Ich wünsche euch was. Bye, bye.